Ja, also wenn man keine Lust hat, mit diesem kleinen Kollektivo zu fahren, kann man also auch mit dem großen sogenannten Ado-Bus fahren. Und das ist immer ein absolutes Chaos. Das kostet 1 Euro mehr als mit dem Kollektivo, also 2 Euro, fast 2 Euro für eine Busfahrt von 1 Stunde nach Tulum, nach Playa del Carmen. Das ist also fast 2 Euro. Und weil dann da alles voll ist, hält unser Bus jetzt hier, also irgendwie halb auf der Straße. Und er sollte ja eigentlich schon wegfahren vor 15 Minuten, aber das hat nicht geklappt. Also der ist dann nicht pünktlich. Das ist aber normal. Also ein Bus ist nie pünktlich hier. Also wenn ein Bus pünktlich wäre, dann wäre das ein Wunder. Okay, der fährt aber jetzt direkt los. Huch. Kann nicht mal mehr laufen. Aber wie Sie sehen, es ist ein ganz schicker, fantastischer Reisebus. Sehr, sehr klimatisiert. Meistens ein bisschen zu kalt klimatisiert sogar. Ja, und Sie sehen, auch schöne Sitze. Schön gepolstert hier. Besser als bei uns, ja. Das ist richtig. Also kann man... Und dann habe ich gerade erzählt, also kostet ja 2 Euro die Fahrt. Anderthalb Stunden. Anderthalb? Ja. Ist das? Echt? Ich dachte eine Stunde. Nee, Stunde. Ja, eine gute Stunde. Genau. Und aber das ist Luxus, weil die Kollektivo kostet sogar 1 Euro weniger. Nee, aber das ist ja jetzt in Bayern. Also es gibt ja auch noch ADO, das ist noch schicker, aber eigentlich ist es nicht schicker. Das ist die Mayan-Organisation, ne? Und dann gibt es ADU. Genau, das sind so verschiedene. Das Rote, ja genau. Nee, daneben. Genau, der hier neben. Also da gibt es verschiedene Busgesellschaften und die fahren dann ja im Auftrag. Ich denke, das ist schon subventioniert. Der Bus ist jetzt auch relativ leer, weil es mittags ist. Man muss wohl ein bisschen Geduld haben. Habe ich gerade erzählt. Pünktlich ist kein einziger Bus. Also jetzt, ja, das ist also Busfahren. 15 Minuten zu spät ist kein Problem. Das ist noch. Also man muss halt auch hier wirklich immer, das habe ich ja schon in vielen Videos erzählt, Zeit spielt hier keine Rolle. Das heißt, wenn man pünktlich am Flughafen sein muss, dann muss man wirklich mindestens 1 oder 2 Busse vorher einkalkulieren. Jetzt kommt eine Dame mit Süßigkeiten, Essen, Trinken. Also das wird hier auch... nee, ich nicht, danke. Gracias. Wir haben gerade bei ihr schon was gekauft. Mangosaft, den liebe ich. Und nicht noch ein Mangosaft. Einer reicht am Tag. Ist so süß, aber lecker. Sehr, sehr lecker. Ist es frischer Mangosaft oder nee, frisch ist der nicht. Der ist ja pasteurisiert oder? Gesponsert von einer großen amerikanischen Firma. Aber es steht drauf 100% Saft. Also, ob das stimmt. Man kann mit diesen Bussen übrigens, man kann überall hin, denn ich hatte ja erzählt, ich hatte ja eine Dame kennengelernt, die ist 85 und sie wollte auch gerne ein paar Ausflüge machen und sie kannte sich noch nicht so aus. Ich habe deswegen mich jetzt mal erkundigt, also überall, wo man hin möchte, sogar in den kleinsten Orten, in die kleinsten Orte, fährt halt ein solcher Bus. Also das ist wirklich eine gute Gelegenheit, einen Tagesausflug mit einem solchen Bus zu machen. Sie wollte gerne mal nach Koba und ich wollte gerne mal nach Merida. Also das sind alles Dinge, die man mit dem Bus ohne weiteres machen kann.